So, hallihallöchen, Handsome Peter hier und willkommen zurück zu einer wunderbaren Runde Let's Rank. Es steht aktuell 5 Wins, 0 Losses. Ich habe den Nico wieder dabei, aber das ist nichts. Es steht aktuell 5 Wins, 0 Losses. Bronze 1, 47 LP. Ja, 5er Winstreak bisher von den Placements. Ich will das gewinnen. Die Gegner sind full AD, also sie sind richtig voll. So voll wie mein Magen, nachdem ich Baron gegessen habe. Ich glaube, der einzige Spell, der mit AP skaliert bei denen, sind die Orangen von Gangbang und die E von Jinx. Und die W von Jinx, die ist, glaube ich, auch AP. Nee, Moment. Nee, die ist rein AD. Diese Zap. Wir spielen Jin, Tam gegen Jinx, Pike Bottom Lane gegen Butt oder Butt. Also Hintern. Und ich hätte Ramos Support spielen sollen. Mann, ich will Ramos spielen. Das wäre so gut gewesen. Ja, also auf jeden Fall, ich stack die Armor wie scheiße. Oh, hätte ich meine Videos jetzt bearbeitet, hätte ich da sowas Schönes reinschneiden können. Schade, dass ich es nicht mache. Ja, und Nico dance wie ein Gaylord. Ich habe noch gar keinen Tarmskin, Nico. Wenn wir das gewinnen, schuldest du mir einen Tarmskin. Ja, und was? In Tarmskin schuldig dir bei... Du hast ja schon gesagt. Hä, nein, ich hab doch gerade ja gesagt. Ich werde dir ein Skin geben, wenn wir zusammen Platin treffen. Ich level jetzt meine Zunge. Okay, lass mich nicht sterben, dann kriegst du. Gott, warte, das hat es ewig gedauert. Also, du kriegst einen Tam Camp Skin, wenn du mich nicht sterben lässt. Ja, nie oder was? In diesem Game. Aber wenn ich jetzt in der Welt. Wenn es komplett meiner Seite ist und wir beide agreeen drauf. Okay. Wenn ich jetzt einfach unter den Tower rennen würde, das zählt logischerweise nicht. Wie hat er das predikten können? Wie? Er kennt Pike. Da, aber ich habe mich ja hier ins letzte Loch gestellt. Er kennt Pike. Das liegt nur daran, weil ich fett bin. Wir flecken ihn jetzt nicht. Interessant. Aber ja, ich habe ihn geleckt. Hast du den Damage gibt an den WR? Ja, Lee ist nein. Dankeschön. Oh lol. Ja, okay. Ich heal im Notfall, aber sieht mir noch fein aus. Wer hat ist irgendwas raus von denen? Außer Ignite? E von Jinx. Und ich habe das Big Minion wegen Lee Sin nicht bekommen, dieser Wichser. Ja, das ist wahrscheinlich gut getimed. Ja, die haben genau drauf gewartet, dass ich das Big Minion nicht bekomme. Ich meine, also gut, Lee Sin nicht, aber so kann man Engages in der Botlane echt gut planen. Ja. Weil du weißt ganz genau, die wollen das Big Minion. Ja, okay, da will nochmal einer mein Nüsschen. Ist echt immer noch da. Du, nein, stirb nicht. Ich muss dich nehmen. I don't have to eat you up. Never gonna eat you up. Never gonna let you down. Eat my ass. Dann water diese Wichs-Bobbel. Die können schon mal nicht so sein wie die anderen Leute, mit denen wir spielen. Die Warden. Stimmt. Wir kommen in eine höhere Elo. Da merkst du schon, Gold 1, das ist am Start. Die Gegner sind Level 50, 60, 100.000 Punkte auf ihren Champ. Plus, ist eine ganz natürlich dieser Wichser. Ich steck seinen Kopf gleich in den Mixer. Hab ihn geschluckt. Naja, okay, ich bin lutsch. Ich mach mir immer Sorgen, mein Name als Kram. Und unser. Oh nein, das ist gar nicht unser Set. Das ist ja deren Set. Lucario hat das fast klappt geholt. Ja, komm, was willst du auch gegen Lucario machen? War schon heftig, da. Er weiß schon, dass ich um seine Falle herumsehen kann.
ja nicht, was seine Falle liegt. Doch, ich habe sie neben ihn gelegt. Nein! Die ist unsichtbar! Ja! Sieht man doch gar nicht. Oh oh. Ich glaube, sein Speer ist magisch. Kommt immer wieder zurück. Oder er hat so ein kleines Seil am Speer angebracht. Ah, ich glaube, das Ding könnte da sein, lieber, ja, wenn das so aggressiv spielt. You're Yuk Dad. Und plötzlich last hittet nur noch die Jinx. Ja, und die Frage ist, halt wo ist er? Glaube. Geh mal hier, komm mit, ich will nicht allein sein. Niemand möchte, glaube ich, allein sein. Beziehungsweise allein, aber nicht einsam. So, oh ja, Lee kommt, weil das ist wieder das Big Minion da und ich weiß nicht, was sie mir aufhalten wollen. Jetzt ist er top. Ist er. Oh mein Gott, ist der schnell. Wow. Okay, I want to have the big, big, big dick. Okay. Warum? Ein Trap? Nee. Die fehlen. Ich glaube, wir gehen back. Oder warten hier in den Büschen. Ja, dann aber ich habe auch rein. Genug Gold. Ich habe nämlich keinen Flash. Oh, die. Nee. Wo ist jemand? Direkt da oben. Okay. Kiana halt. Pepe noch. Das müssen wir. Das wird jetzt anstrengend. Verdammt. Den zeig Mike Pike. Weg? Ich wollte nur Ding, die Minions haben. Ich weiß nicht, was ich machen will. Ja, aber ich gehe auf jeden Fall weg. Komm. Amor! Amore! Das da. Ich brauche erst Movement Speed mit Armor. Das wird halt schon ein ziemlich schweres Game, auch wenn die voll Armor sind. Gut, da kann ja mit den User gehen. Ich hab keine Ahnung von Kiana. Meister Hart ist. Na, Kiana ist halt ein Assassin. Yes. Okay, aber Darius. Yes. Der ist im Game. Schaffst du? Ich will nicht sterben, also nicht fighten, ich will nur weglocken. Ja, schaffst du. Ja, das schon. Gut. Schau mal auf Jinx Level. Bitch. Und der hat schon beste Freunde gespielt. Ich auch. Oh. Okay. Oh, die wollen schon Drake. Lol. Ah, nee. Ja, da ist jemand beim Drake. Oh. Komm mit zu mir. Okay. Ich geh warden, I guess. Ja, da ist ein Control Ward drin und Zed. Ja, aber auch. Scheiße. Ja, gut, wenn der Zed reinkommt, sind warum wir tot. Warum ist Kiana jetzt nicht da, Mann? Und Malzahar macht auch einen Scheiß. Zed erklärt nicht meinen Ward. Soll ich rein ulten? Ja, mach. Nee, ich glaube, der hat Smite, das schaffe ich nicht dagegen. Ja, haben sie. Was war denn, was ist denn mit Kiana? Ja, wir haben jetzt oft genug gewonnen, oder? Nein! Ich will doch nicht in Bronze 1 verenden! Wirst du auch nicht! Junge, weg! So in den Red Buff. Ja, Kiana, was ist mit Drake? Bitch. Ich komm halt von unten, muss aufpassen. Oh. Ja, toll. Kiana. Scheiß wie Kacke. Er ist Level 8. Kann niemanden essen. Kriegst du den? Ja. Okay, gut. Ich muss den wegen dem Shutdown. Also deswegen Flash. Der ist Level 9. Okay, Malzahar kann wenigstens gegen später R drücken. Das ist schön. Kiana wird, glaube ich, gegen später useless. Ich kann später nicht R drücken. Ich bin zu meinen Dingen als Arm. Ja, aber du wirst nicht so schnell useless. Dankeschön. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Okay, wir gehen da jetzt tief rein. Ich habe halt wenig Mana. Willst du trotzdem rein? Okay.
Soll ich hinter die ulten? Nein, gar nicht ulten. Ulten nicht für sowas benutzen. Ich verwende die doch sowieso nie. Ja, aber beim Auftauchen dauert es viel zu lang. Das heißt, die wissen genau, wo wir sind und können einfach alles Bells, zum Beispiel den Stun von Pike, vorbereiten. Die E von Jinx. Ist mir doch egal. Die würden sterben. Die ist top. Okay. Ganz schnell. Oh, hat sich Mobis geholt. Ich glaube, Darius scheint noch ein Kill rausgeholt zu haben. Irgendwann. Ja, okay. Gehen wir mal weg wegen Mana. Ja, und dann schmeißt du eine Falle raus und hat noch weniger Mana. Ja, weil es lohnt sich nicht, wenn die Fallen in deiner Ehe zusammen bleiben. In deinem Gesicht zusammen bleiben. Ja, da lohnt sich nicht. Ciao. Töte Jinx. Pass mal auf hier. Guck mal. Guck mal, wenn du wartest, bis ich da bin, hab ich wieder Ult, wenn ich in Range bin. Fehlt. Also, es ist 1 gegen 1, du Bitch. Warte mal. Du könntest zum. Nee, sie wird gleich weg. Nee, ja, sie geht weg. Ja, wenn sie bleiben würde, hätte sie. Wand oder. Komm zu mir und ulte. Komm zu mir Warum und ulte. Warum hat denn er sofort das Sonjas gedingst? Und Ed. Okay. Was ist denn los mit Aether? Ist das so schlecht? Ja, ich glaub schon. Ich wäre jetzt wieder da. Ich bin wieder da. Oh. Gut. Willst du das große nehmen? Mhm. Ja, jetzt verloren. Ich habe ihn nicht getroffen. Ich geh weg. Ich kann mir jetzt endlich Ninja Tabis. Oh, der macht so viel Schaden. Bloß ein bisschen Leben heilen. Kinder. Ich bin tot, weil ich nicht aufgepasst habe. Sag mir mal, wie Jungler überhaupt sterben soll. Wie geht das? Wenn man auf keine Line. Counter-jungled. Ein Lee ist einfach richtig schlimm. Jedes Mal, wenn ich Jungle gehe, muss ich Lee bannen, weil ich hasse es, gegen Lee zu spielen als Jungler. Warte, wieso bist du gerade gestorben? Weil ich dumm war. Das war mein Fehler. Das zählt nicht. Das war vollends mein Fehler. Hab ich zu der Bedingung eigentlich gesagt, dass wir gewinnen müssen? Nee. Das ist schlecht. Darf ich das dazu schreiben? Nein. Du hast auch nicht gesagt, dass ich die ganze Zeit in deiner Nähe bleiben muss. Ja, aber wenn ich dann sterbe, dann liegt es daran, dass du mich nicht auf meiner Lane supportet hast. Leute, Drake kommt gleich. Also eine halbe Minute, ne? Da fehlt noch irgendjemand. Von der untersten Schiene. Und nun sind wieder zwei Punkte. Ach, ich liebe es. Ist doch klar. Wieso sollten die so, was sollten die sonst machen? Weiß nicht, leben. Aber auch schnell Rift Herald. Ja. Rift Herald ist Scuttler. Ja, der Herald, ja. Oh boy. Komm schon. Was war das denn? Wieso ist sie da rüber gegangen? Die wollte Surprise Bart sexen. Wer wurde sie? Drake wäre ab, Kerle. Pike ist top. Wenn Lee jetzt auch gleich top auftaucht, dann gehen wir einfach Drache machen zur Zeit. Und solange machen wir die Platings. Du machst die Platings, ich mach Drake. Die Platings sind wirklich Idiot. TP auf top. Pike ist top. Zed ist top. Lee ist bei mir, hilf mir! Dir? Hä? Ich dachte, er wäre gerade da, sorry, das gebe ich zu. Ich habe gerade noch auf der Karte geguckt und bin. Enemy Double Kill, ich hasse es! Ah ja. Er ist hier, immer noch, komm her. Ich könnte ihn essen. Wenn du es schaffst. Komm. So, er ist wieder zurück. Ja, aber Drake ist jetzt leider in Gefahr. Wieso? Jungle ist doch tot. Ja, aber Pike und... Komm!
Wir gehen, machen Drache, während die nicht da ist. Falke hat seine Ult raus, ne? Weiß ich nicht. Das sah gerade ziemlich nach Holz aus, aber er hat es nicht geschafft. Ist er gestorben? Nee. Weil er es nicht geschafft hat? Nee. Okay. Da hat einfach zu wenig Damage. Kiana, die Kiana du kommt dumme jetzt. Nuss! Kiana, du dumme Nuss! Wir machen ihn einfach. Jetzt kommt deine Jinx Ult. Ich bin der Smite, also dem er. Ich bin einfach schnell weg, komm. Weißt du, ein einziger Spell hätte ja zeitlich perfekt gereicht, dass du nicht hättest flashen müssen, so gesehen. Ich wollte auf Nummer sicher gehen, okay? Nein, 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 ich meine ein Spell von Kiana, dass du, also 100 Damage mehr auf den Drache hätte, wir wären eine Sekunde früher weg gewesen. Ach so, ja. Komm her, komm her, komm her. Nein. Okay. Ich habe keine Ahnung, was die Kiana macht, die gammelt und pümmelt da rum und... Steht 1-5. Also wenn man schon geistig behindert ist, dann okay, aber wenn man auch, wenn man geistig behindert ist und die Hilfe von anderen nicht an. Ach, oh. Da oben war noch der Pike, der da stand. Dann ist es okay. 2-4-1-5-4. Ja. Du bist ja gleich da. Soll ich ulten? Willst. Ja. Hinter sie, Jinx, komm, hinter Jinx, ja! Das ist eine zu kleine Range. Das war cool. Schluck mich, okay. Wenn er kommt. Danke. Ja, das stirbt jetzt, oder? Ja. Ja, nein. Ah, oh, mein Skin! Mein Skin! Nein, ihr Bastard! Was? Das hat er noch mit der Ult geschafft? Warum? Ist es True Damage? Hä, der kann, sobald, wenn er jemanden tötet, kann er nochmal ulten. Ja, aber ist es True Damage? Ich hatte gerade einen mega fetten Schild. Ja, wenn du unter einem bestimmten Leben bist, tötet ja, okay, sie dich einfach. Egal, ob du wie viel Schild du hast. Shit. Kiana, mach doch Spells auf die Drecksminions. Ja, ja, okay, sie ist tot. Das war jetzt schön zum Verwinnspiel. Da kommt schon der Lastpunkt. Ja. Wo ist der? Wahrscheinlich da hinten, ja. Oh, ja. Kriegen sie nicht, nimm den Wort. Jo. Ein. Wir können es aber noch gewinnen. Anzeit kommt. Also mit der Kiana auch definitiv nicht. Darius vielleicht, Malzahar, ja. Ich glaube, Malzahar wird uns helfen, wenn er einfach im Late ist. Dann ist es nämlich scheißegal. Ich glaube nämlich, Darius wurde nämlich einfach wegen den wilden Ganks zurückgeworfen. Malzahar, ich weiß nicht, ob der gegankt wurde. Oh nein, als ob der. Wenn Kiana kommt. Ja. Ah, Hilfe! Ja. Boah! Nope. Okay, das war gerade 350 Schaden, nur der Schatten, die Q von Zed. Das habe ich nicht erwartet. Der lebt noch! Hab ihn. Das wird ein wirklich schweres Game. Ich bin halt der einzige fette Ficker auf dem Rift. Ja, das stimmt, die anderen sind schon ziemlich durchtrainiert. Ja. Ich komme mit Ult mit und sobald ich in Range bin. Aua. Oh nee. Oh nee. Oh nein, er hat mich auf irgendwas rausgezogen. Alter.
Alter, die Kiana! Yes. Jetzt halt Feuerdrache, das ist ein Problem. Ich hab grad mein Ward gewastet. Und hier ist das. Hey, die haben keinen Tank. Zu dritt. Zu zweit. Zu dritt. Hast du so Rache One? Ja. Also Z will gar nicht gegen mich kämpfen. Ah, scheiße. Ja, Z weiß das auch, dass du ein Tank bist. Wieso sollte er dich gegen dich kämpfen? Vor allem, manche Sets gehen trotzdem rein. Weißt du, ja. Ich kann ihn angreifen, wie ich will, und ihn juckt es dann nicht. Ja, diese Sets sind ja dann auch richtige Sets. Schluck mich! Schluck mich! Danke. Warum gehst du da hin? Warum? Wieso? Hat doch alles gut. Oh lol. Wo ist der? Ich hab voll gebaitet. Wurde gerade richtig gebaitet. Alter, krass. Okay, soll ich ulten? Nö. Hier ist ein Pike. Ja, und Gangplank pusht einfach Toplane durch. Ja, okay, das haben wir verloren. Er hat geultet während er so. Was? Ich weiß echt nicht, was das war. Also, das war definitiv. Der Suppress war viel zu kurz. Verhältnis. Ja, das war auf jeden Fall zu kurz, der Suppress. Hat er das abgebrochen? Kann er das ab? Er kann es abbrechen, oder? Ich nicht, dass ich wüsste, ganz ehrlich, vielleicht hat er irgendwie Animation Canceling gemacht. Pff, die Smite, du lässt es mich nehmen. Oh, ich komme. Oh, joi. Oh, das war. Ganz, ganz gut gezielt von Jinx. Da hab ich die Ult vergessen, aber bin trotzdem schneller. Weil ich bin fett. Aber ich jogge jeden Tag. Einmal vom Fountain 100 Kilometer bis zum zweiten Turret. Also dem da. Und dadurch bin ich dann schneller geworden. Und sie nutzt zufällig noch den Homeguards-Effekt aus, dass du so schnell manchmal wieder zurück bist. Mal. Nur nach 20 Minuten. Get it? Ja. Schön. Das war ein schlechter Witz, aber ich bin sicher, dass er appreciated wurde. Ich bin nicht in Range, aber ich habe einen 4 Sekunden Ult. Danach bin ich in Range auch. Oh, never mind. Mach doch mal was, Kinder. Ja. Warum lebt denn die Jinx? Welche Jinx? Danke. Jo. Ja, den Zed kann ich halt nicht töten alleine, gell? Das ist ein Problem, wenn der jetzt hinter mir herkommt. Was, die machen ja trotzdem irgendwie Damage. Ich meine, ich doch halt auch irgendwas an Magic Damage. Smite. Sonic Wave. nee, seine E. Lee Sin's E ist auch Magic. Ich dachte schon, Smite ist doch True Damage. Ja. Nee, es war Tempest Triple. Okay, dass der noch flasht. Ich komm nicht ran. Nein. Ich komm nicht ran! Weg, Minions! Weg. Warum? Minions! Genau das. Ich konnte keine Kuh machen. Da kann ich meine Ult gehen. Okay, du weißt ja nicht, weil ich bin ja sowieso nicht. Aber da habe ich sie eingesetzt.
Guck, nur weil wir kein Rengar mehr im Team haben, verlieren wir. Ah, das kriegen wir hin. Eigentlich sieht es jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Ja. Ja gut, von Tower her schon. Ich mach den Ward und ihr macht Weltvorbereitung. Fertig. Wir sind alle bei euch. Dann komm ich jetzt. Noch gar nicht da und Z kommt auch noch von unten. Von unten? Da ist er. Oh, da. Ja, super. Vielleicht sind wir noch irgendwie. Ich mach das alle, ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt reinlauf. Meinst du, das gelingt dir? Nö. Ja, mein ich auch nicht. Also, jetzt klemme ich auf wie ein Jungler mit 1,13. Wie kann man das als Jungler stehen? Ja gut, es ist egal, welche Lane es ist, wenn man halt einfach... Ja nee, mit dem Jungler hast du ja kein direkt gegenüber. Ja gut, aber trotzdem, du hast ja... Lee ist praktisch eh direkt dagegenüber. Und genau weil er halt nicht direkt ist, ist er gefährlicher. Weil du ihn nicht erwartest. Ja gut, Top wird ignoriert oder wie? Nein, sie hat einen Kill! Ah, nevermind. Soll ich ulten? Ich ulte. Komm, ist mir egal. Tschüss. Ach ja, komm, diese blöde Stunt. Die machen Baron wahrscheinlich. Ach, Mann. Oh, da Bot. Top. Top. Meine ich doch. Hey, ein Tod ist ein Tod. Und ich kann mit dem Geld definitiv mehr Armor kaufen als du. Das stimmt. Nein, nicht mehr, aber... Besser verwertetes Armor. Das stimmt. 333 Armor! Oh, 335. Höh? Ja, Kiana hat nicht mehr ausgebaute Schuhe. Was ist das denn? Ah, da waren Wards und den, okay. Ja, ich würde da nicht reingehen, auch wenn die Baron machen. Sind überall Wards. Schweine. Oh Gott, sie kommen. So, nächsten Drake bekommen sie auch. Ich gehe kurz back, ich kann mein Item leisten. Ja, macht nichts. Also ja, wenn sie nächsten Track. Ja, ich bin nicht ziemlich wichtig im Moment. Dein Berg ist sowieso unsere Base, also. Also da sind wir ja eh in der Nähe. Ach echt? Ja, ja. Oh, ich hab's mit Minion bekommen. Ja, oh shit. Komm. Ja, geht nicht. Wenn der alles auf mich macht, bin ich tot. Ja, gut, ist. Ja, ist vorbei. Ja, Kiana hat Armor gekauft. Oh, nach 30 Minuten. Nein, nicht nach 30 Minuten. Komm auf die Zeit. 29:30. Ja. Oh nee. Ja, gut, ich halte keine 20 Sekunden aus. Kiana ist nicht so. Oh, das ist das. Kann ja was. Daneben flashen. Was denn die R-Björn? Ach komm, wieso machen die mir so viel Schaden? Du bist geerbjörnt? Ja. Ja, okay. Oh ja, wow. Unser erster Lost, es war zu viel. Unsere Winning Streak ist nun zu Ende. Hm.
Das ist traurig. Das ist sehr traurig, Nico. Ja, wirklich traurig, nicht wahr? So, Advanced und was jetzt? Details. Details. Kian. Komm her, wer hat den meisten Schaden in dem Spiel gemacht? Wer hat den drittmeisten Schaden gemacht? Das war der Zed. Von unserem Team. Das war der Tom Kench. Ja. Kench! Wow, der hat so. Also, ja, okay, da ist er noch ein bisschen mehr. Wow, das ist traurig. Alter, ich habe doppelt so viel Schaden gemacht wie du. Und für dich ist es sogar angenehm, diesen Schaden zu haben. Du hast so viel gemacht wie der Pike. Und der Pike hat ja echt viel gemacht. Ja, müssen wir. Gib dir das mal. Du hast gleich viel Schaden fast gemacht wie der Pike. 1000 weniger. Oder 500. 500. 500, 600 so ungefähr. Der krass. War, der war gefeedet wie Scheiße. Ja, und das ist ein Spike. Der skaliert ja auf AD und so. Ja. Krass. Ja, das war ja nicht Pike schuld, dass die gewonnen haben. Oder Pikes, das stimmt. Pikes alleiniger Verdienst. Ja, ja, das war Kiana, würde ich sagen. Schon stolz. Der hatte 5000 Gold mehr als ich. Ja. Oha, Alter. Ich hatte. Okay, Kiana hatte noch mehr Gold als ich und Malza. Anscheinend geben die Jungle Monster doch viel. Naja. Die hat gut gefarmt an sich, die hat es nur nicht ausgenutzt. Zum nächsten Rank.